Peter Affenzeller hat ihn sich erfüllt, seinen Traum vom eigenen Whisky. Und der kommt, nein, nicht aus Schottland, sondern zu 100% aus dem Mühlviertel. Die Geschichte dazu wurde jetzt sogar verfilmt. Inmitten von sanften Hügeln und beschaulichen Dörfern gedeiht das goldene Korn und fließt das beste Wasser für die Herstellung einer einzigartigen Spirituose. Der Whisky von Peter Affenzeller. Den Film präsentiere ich, dass ich meine Besucher, die was die Destillerie besuchen, einfach einen Einblick bzw. einen Zugang zum Produkt ermögliche. Und daher, wie ist der produziert worden? Gebrannt aus Getreide, vermischt mit Wasser und über Jahre in Eichenfässern gereift. Jeder Whisky hat seinen ganz eigenen Geschmack. Es gibt verschiedene Kriterien. Wichtig ist mal das Aroma, das heißt, was verspürt man in der Nase. Dann gibt man den auf die Zunge. Wenn man das natürlich schluckt, dann soll das auch langanhaltend bleiben. Das heißt, das Holzige, schöne Schokoladige, was die Whiskys haben, das soll liegen bleiben. Und eines vorweg, der Tumbler, für viele das typische Whiskyglas, ist mit Sicherheit nicht die beste Wahl. Ich habe ein Stielglas und das ist für mich wichtig, dass somit sind die Finger weg von der Nase, dass ich wirklich nur das Destillat in der Nase habe und ich finde es einfach edler, wenn man ein Stielglas hat, mit dem was man arbeiten kann. Dass Whisky ein echtes Multitalent ist, wissen die wenigsten. Auch in Kombination mit Kaffee oder Schokolade ist das Destillat nicht zu verachten. Es sind beide ganz ursprüngliche Geschmacksrichtungen und dieses Spiel zwischen den Kakaosäuren, der Kakao und Schokoladen und das Spiel des Whisky mit seinen Säuren, ja, und mit seinen Aromen, diese rauchige Note auch ein bisschen von den Eichenfässern, das ist alles ein Zusammenspiel, das perfekt zusammenpasst. Die Aromenvielfalt ist eigentlich ähnlich und wie der Irish Coffee zeigt, ist das eigentlich schon eine gute Symbiose und wir versuchen eben dieses Thema noch um einen Dreh weiterzubringen. Whisky wird übrigens nicht nur im Glas genossen. Händel zum Beispiel damit Whisky und Apfelsaft einlegen und mit Grillgewürzen und Zitrone und dass das so mariniert ist und dann während dem Garvorgang diese mit Whisky bestäuben, besprühen. Ob nun beim Barbecue, im Café oder pur, es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, Whisky kennenzulernen. Und dafür muss man nicht unbedingt den weiten Weg nach Schottland fahren.